meine Sportsfreunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Asia Sports Kanal. Mein Name ist Carmine von Personal Training IQ Fitness und heute mit einem neuen Video zu diesem großen Thema Food Tracking. Ich denke, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gerade in den letzten Jahren hat es immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen und ich kann das nur für gut heißen. Ich denke, viel mehr Leute sollten ihr Essen tracken, um einfach mal das ganze Thema Ernährung sich ein bisschen bewusster zu machen. Und ich möchte euch heute die häufigsten Fehler nennen, die es zu vermeiden gilt, vor allen Dingen auch ein paar Praxistipps geben, wie ihr das Ganze umgehen könnt, um von Anfang an möglichst alles richtig zu machen. Die Folge davon ist natürlich, dass ihr schneller euer Trainingsziel erreicht, schneller euer Abnahmeziel erreicht oder auch die Gewichtszunahme ein bisschen erleichtert wird dadurch und letztendlich man einfach erfolgreicher ist und gleichzeitig natürlich auch einen lebenslangen Lernprozess startet. Die Frage ist natürlich erstmal, warum sollte ich überhaupt mein Essen tracken? Was für einen Sinn verbirgt sich dahinter? Entwickle ich dadurch vielleicht nicht ein zwanghaftes Essverhalten? Ich persönlich bin sehr, sehr großer Freund vom Food Tracking. Ich betreibe es selbst auch seit sehr vielen Jahren, obwohl ich es eigentlich nicht mehr tun müsste, weil ich der Überzeugung bin, dass ich mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt habe, wie viel ich essen muss, um mein Gewicht zu halten. Ich kann auch nach Gefühl eine Diät halten bis zu einem gewissen Punkt. Auch ab da muss ich dann natürlich anfangen, mein Essen zu tracken. Aber ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr hilfreiches Kontrolltool, um seine Diät zu steuern. Und mit Diät meine ich nicht nur eine Gewichtsreduktion, sondern auch eine Gewichtszunahme. Und ich denke, hier ist es gerade für Menschen interessant, die der Meinung sind, dass sie bereits ausreichend essen, um Gewicht zuzulegen oder Muskeln aufzubauen. Aber das Ganze dann auch mit dem tatsächlichen Ist-Zustand zu vergleichen, ist, denke ich, sehr, sehr hilfreich hier in diesem Zusammenhang, wenn man sein Essen trackt. Es erhöht außerdem die Aufmerksamkeit und auch das Bewusstsein über das eigene Essverhalten. Man fängt plötzlich an, sein eigenes Essen zu reflektieren. Es wird einem ja plötzlich bewusst, wovon man vielleicht zu viel isst, wovon man zu wenig isst, ob man vielleicht zu viel snackt. Und ich denke, das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn man das einmal vor Augen geführt bekommt. Vor allen Dingen, weil dadurch auch ein Lernprozess gestartet wird, der das eigene Essverhalten verändert. Unser Essverhalten, das ist tief im Unterbewusstsein verankert, das lernen wir bereits im Kindesalter. Und daran zu arbeiten, bedarf wirklich sehr, sehr viel Arbeit, bewusster Arbeit und genau hier kann eben das Food Tracking helfen. Und auch Studien belegen das, im Vergleich zur Kontrollgruppe wird fast immer mehr abgenommen, fast immer das Doppelte an Gewichtsabnahme und es führt auch eigentlich immer zu einer verringerten Essensaufnahme. Das heißt, sobald man anfängt, sein Essen zu protokollieren, wird weniger Essen, weniger Energie aufgenommen und das resultiert natürlich auch in einer verbesserten Gewichtsreduktion. Und auch der Jojo-Effekt wird dadurch minimiert. Auch das ist in Studien belegt und ist vollkommen logisch, weil wir uns nicht mehr nur unserem lustvollen Essen nachgeben, der gerade nach der Diät natürlich erhöht ist, sondern uns einfach vor Augen führen können, wie viel wir tatsächlich essen dürfen, in Anführungsstrichen essen sollten und dadurch natürlich auch den Jojo-Effekt bestmöglich in Schach halten können. Das ganz große Problem, was über allem steht, ist eigentlich das Underreporting. Underreporting ist nichts anderes als ein lückenhaftes Tracken oder ein Unterschlagen von Kalorien, meist unbewusst, was vollkommen normal ist für Anfänger, die noch nie ihr Essen getrackt haben, die noch kein Gefühl dafür haben, wie viele Kalorien in einzelnen Lebensmitteln stecken oder in einer ganzen Mahlzeit, dass dort eben kleinere Fehler passieren. Aber gerade dieses Underreporting ist auf lange Sicht ein großes Problem, weil es zu einer großen Diskrepanz kommt zwischen Ist- und Soll-Zustand. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, dass man eventuell sein Gewichtsziel nicht erreicht. Und da muss man eine Entscheidung treffen. Und in beiden Fällen ist es meist die falsche, nämlich A, entweder werden die Kalorien noch weiter reduziert, weil man eben der Meinung ist, dass man immer noch zu viel isst, oder B, es kommt zum Diätabbruch, weil man einfach frustriert ist. Und beides kann man verhindern. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, so präzise wie möglich zu tracken. Das heißt, die Waage gerade in der Anfangszeit wirklich zu seinem besten Freund zu machen. Man muss kein zwanghaftes Essverhalten entwickeln und die Waage überall mitnehmen, wenn man dann mal irgendwo eingeladen ist zum Beispiel. Aber gerade in der Anfangszeit macht es Sinn, so viel wie möglich abzuwiegen, so genau wie möglich zu tracken. Ich vertraue nicht mal den Angaben der Hersteller, selbst da wiege ich das Ganze nach. Mir ist das schon sehr, sehr häufig auch aufgefallen, teilweise auch bei Fertigpizzen, wo große Unterschiede sind zwischen dem, was der Hersteller angibt und dem, was tatsächlich an Gewicht vorhanden ist. Das verhält sich auch so mit fertigen Gemüsepackungen etc. Also da würde ich wirklich sicherheitshalber nochmal nachwiegen. Darf ich auswärts essen? Natürlich darf man auswärts essen, aber ich würde es zumindest in der Anfangszeit versuchen zu vermeiden. Gerade wenn man noch sehr, sehr unerfahren ist, noch nie Kalorien getrackt hat und noch
noch nicht so dieses Augenmaß entwickelt hat, was natürlich auch gerade durch diesen Punkt entsteht, wenn man die Waage sehr häufig benutzt, dann weiß man plötzlich, wie viel sind ungefähr 200 Gramm gekochter Reis, wie viel sind 200 Gramm gekochte Nudeln. Das fehlt natürlich vorher. Und so passiert es eben sehr häufig, dass es ganz große Unterschiede gibt zwischen dem, was tatsächlich in der Mahlzeit enthalten war, wenn man im Restaurant essen geht, und dem, was man gedacht hat, was enthalten ist. Und das habe ich auch selbst erfahren dürfen. Ich habe mir dann sehr häufig Bilder zuschicken lassen und dann in Gesprächen zusammen mal erarbeitet, was sie denn meinen, wie viel in dieser Mahlzeit drin steckt, und Riesenunterschiede gemerkt, dass teilweise das Ganze viel zu niedrig angesetzt wurde. Deswegen kann ich euch hier nur sagen, versucht in der Anfangszeit, wenn ihr noch dabei seid, euren Erhaltungsbedarf zu ermitteln, das Auswärtsessen zu vermeiden, so gut es geht. Und wenn es nicht, wenn es sich nicht verhindern lässt und ihr Auswärtsessen müsst, weil meinetwegen Geburtstag ansteht oder sonst irgendwas, dann versucht euch zumindest auf Dinge zu verlassen, die ihr kennt oder die ihr gut abschätzen könnt. Das heißt, Sachen wie ein Stück Fleisch, sei es jetzt ein Steak oder ein Hähnchenbrustfilet meinetwegen, dazu ein paar Salzkartoffeln oder Reis und dazu eine Gemüsebeilage, im besten Falle natürlich ein Salat. Da kann man, denke ich, das Ganze noch besser abschätzen, als wenn man jetzt einen Auflauf wählt oder eine Pizza oder sonstiges, wo es dann häufig schon größere Unterschiede gibt oder dazu kommen kann, wenn man eben noch nicht so wirklich das Gefühl dafür hat. Deswegen Auswärtsessen, jein, würde ich versuchen zu vermeiden in der Anfangszeit. Später, wenn man sich dann sicherer fühlt, kann man das durchaus machen. Ich würde auch die Snacks im Auge behalten. Das ist auch eine Sache, die mir sehr häufig aufgefallen ist, dass Sachen unterschlagen werden, wie zum Beispiel die Salzstangen, die man mal gegessen hat, oder man hat hier und da mal vom Brot abgebissen, man hat nur ein Stückchen vom Kuchen gegessen, nur so eine kleine Ecke abgeschnitten oder hier mal ein Bonbon gegessen. Das sind alles Kleinigkeiten, die sich auf den Tag natürlich hochgerechnet zu einer anständigen Kalorienzahl aufsummieren können, über die Woche gesehen natürlich noch mehr, und das kann durchaus auch mal das Defizit schmälern, sodass auch hier die Gewichtsreduktion dann stagnieren kann. Auch das Vorbereitetsein ist natürlich ein Punkt, den ich immer wieder meinen Kunden ans Herz lege. Ich sage immer, Vorbereitung ist das A und O. Gerade in der Anfangszeit, gerade dann, wenn man eben noch nicht das Feeling hat und versuchen möchte, so gut es geht, das Auswärtsessen zu vermeiden, da sollte man auf jeden Fall die ein oder andere Stunde Meal Prep mit einplanen, dass man sich am Tag davor oder am frühen Morgen noch hinstellen kann, ein bisschen seine Mahlzeiten vorbereitet, um diesen Problem hier aus dem Weg zu gehen, dass man eventuell durch sehr häufiges Auswärtsessen immer wieder über sein Kalorienziel hinausschießt, teilweise auch unbewusst. Das heißt, den Tag eventuell auch schon am Vortag zu planen. Ich mache das auch sehr gerne, dass ich abends, wenn ich auf der Couch sitze und irgendwas Dummes im Fernsehen läuft, einfach mir die Zeit nehme und schon mal so einen Dreivierteltag von mir vorplane. Ich lasse mir dann immer noch einen Vierteltag Puffer oder ein Viertel meiner Kalorien quasi offen, um da Sachen noch mit einzutracken, die sich so im Laufe des Tages ergeben oder worauf ich eventuell dann noch Lust habe. Aber es kann gerade am Anfang auch Sinn machen, die Tage tatsächlich vorzuplanen und nicht einfach nur in den Tag hineinzuleben, weil gerade dieses Hineinleben führt dann auch in der Regel dazu, dass man dann zum Abend hin in seine Food-App reinschaut und merkt, hey, verdammt, mir fehlen jetzt hier noch sehr viele Kalorien oder mir fehlen teilweise Makros, die ich nicht weiß, wie ich sie auffüllen soll. Und genau das kann man eben damit umgehen, wenn man im Vornherein plant. Und ich sage immer, wenn es dir wichtig ist, dann nimmst du dir die Zeit, weil gerade dieses Zeitproblem, Zeitmanagement ja in der heutigen Gesellschaft immer wieder als großes Problem dargestellt wird. Ich sage aber immer, wem es wichtig ist, der nimmt sich die Zeit, der findet die Zeit und plant das Ganze eben so, dass es auch passt. Der dritte Fehler, der mir immer wieder auffällt, ist, dass Getränke vergessen werden. Man muss natürlich hier unterscheiden zwischen kalorienfreien und kalorienhaltigen Getränken. Aber auch hier scheint es bei manchen immer noch nicht Klick gemacht zu haben, wo tatsächlich auch noch versteckte Kalorien sind. Was für mich zu den kalorienfreien Getränken zählt, sind einmal Zero-Getränke, also Coke Zero, Fanta Zero, was auch immer. Oder es gibt das Ganze auch in Eistee. Also wirklich, wenn man das Ganze umdreht und sich die Nährwertangaben anschaut und wenn das unter einer Kalorie pro 100 Milliliter hat, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Zero-Getränk. Wasser muss natürlich nicht getrackt werden, Tee und Kaffee vorausgesetzt, man trinkt es ohne Zucker und den Kaffee dann auch ohne größere Mengen Milch. Also den Schuss Milch, den ich reinmache, wenn das wirklich ein Tee oder ein Esslöffel ist, den track ich nicht unbedingt. Wenn jetzt jemand 5-6 Tassen davon am Tag trinkt, dann würde ich das eventuell auch schon mal mit eintracken, mit so einem Standardwert, meinetwegen 50 Milliliter, sowas in der Richtung.
Aber worauf man aufpassen sollte, sind Leitgetränke, weil gerade in diesen Leitgetränken ist dann häufig doch ein gewisser Zuckeranteil enthalten, der sich bei so einem Liter, den man dann trinkt, auch schon mal aufsummiert. Also dieses, vielleicht kennt das manche von euch, dieses Wasser mit Himbeergeschmack oder mit Apfelgeschmack, ich glaube, das gibt es von O2. Wenn man das umdreht und sich mal anschaut, was da enthalten ist, sieht man auch, dass da teilweise 5, 6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter enthalten sind. Fruchtsäfte zählen natürlich auch dazu, Schorlen sowieso, auch wenn sie stark verdünnt sind. Wir haben natürlich immer noch Zucker mit drin und ja, Alkohol sowieso, das würde ich auch mal tracken. Deswegen hier würde ich einfach aufpassen, dass man auch die Getränke, die richtigen Getränke trackt. Wer natürlich sagt, ich will auch meine Flüssigkeitszufuhr im Auge behalten, der kann natürlich auch die kalorienfreien Getränke mit eingeben, gerade für diejenigen, die sonst eher Probleme haben, auf ja, ihre ausreichende Trinkmenge zu kommen, kann es auch hier hilfreich sein. Aber auf jeden Fall hier auf die kalorienhaltigen Getränke achten und die mit eintracken. Kommen wir zu dem häufigsten und wahrscheinlich gravierendsten Fehler, der in diesem Zusammenhang immer wieder begangen wird, und das ist, dass Öle und Fette vergessen werden einzutragen. Das ist insofern ein Problem, weil Fett mit 9 Kilokalorien natürlich die höchste Kaloriendichte besitzt von allen drei Makronährstoffen, doppelt so viel wie Protein, doppelt so viel wie Kohlenhydrate. Ja, und dementsprechend kann es natürlich gerade hier zu ganz, ganz großen Unterschieden kommen, zu dem, was man vielleicht gedacht hat aufzunehmen und dem, was tatsächlich der Fall ist. Mir fällt das sehr häufig auf, wenn ich dann Ernährungsprotokolle durchschaue und sehe, dass ein Hähnchenbrustfilet gegessen wurde mit ein bisschen Reis und einem Salat als Beilage. Aber ich sehe da nie Öl, ich sehe kein Dressing oder sonstiges. Ich weiß nicht, womit das angebraten wurde. Und klar könnte man jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht im Ofen zubereitet wurde oder auf eine andere Art und Weise, aber bei 99% der Leute ist es tatsächlich so, dass hier vergessen wurde, das Öl oder Butter oder sonstiges anzugeben, was man eben zum Braten verwendet hat. Und das ist insofern problematisch, weil so ein Esslöffel Olivenöl, den man im Salat mit dazu gibt als Dressing, der hat schon mal fast seine 100 Kalorien oder mehr, je nachdem wie groß der Löffel ist. Und das kann natürlich über die Woche hinweg gesehen auch zu einem Problem werden. Das heißt, hier sollte man einfach darauf achten, dass man jegliche Öle, jegliche Fette mit eintrackt. Ich tracke sogar das Öl ein, was ich zum Einfetten meiner Pfanne benutze. Also wenn ich nur so einen Fettpinsel nutze, habe ich auch hier einen Standardwert von 2 Milliliter, den ich angebe, um auf Nummer sicher zu gehen. Kann nämlich auch, wenn ich 5-mal am Tag was brate, sind das auch 10 Milliliter. Ja? Butter auf dem Brot würde ich zum Beispiel auch tracken mit so einem Standardwert. Genauso Frischkäse und Aufstriche allgemein. Auch die werden sehr, sehr gerne mal unterschlagen. Dann ist dann häufig nur das Brot und ja, der Aufschnitt erwähnt, aber Aufstrich fehlt dann komplett. Auch die Extras sollte man berücksichtigen, das heißt Sachen wie ein Salatdressing oder wenn man zum Beispiel Ketchup gegessen hat zu seinen Pommes, das sind auch Sachen, die ich dazu nehmen würde. Die Sonnenblumenkerne im Salat, ja, also alles, was eigentlich Körner betrifft, wie zum Beispiel Sesam im Salat oder wie gesagt Sonnenblumenkerne, gehackte Walnüsse, auch das sind natürlich Fette, auch das enthält Kalorien, die man tracken sollte. Wenn man das dann als tägliche Routine mit drin hat und man eigentlich der Meinung ist, dass man sich mit so einem Salat was Gutes tut und dann jedes Mal eben das Dressing unterschlägt oder eben noch die zusätzlichen Zutaten, wie eben diese Körnersachen, ja, dann kann es eben auch hier natürlich das Defizit sehr, sehr schnell kaputt machen. Der nächste Punkt ist auch ein sehr, sehr wichtiger, nämlich richtig zu wiegen. Was heißt richtig wiegen? Ich habe sehr häufig bemerkt, dass Leute teilweise Sachen im Rohzustand, im Trockenzustand wiegen, aber dann als gekocht eintracken oder was dann natürlich noch fataler ist, genau andersrum, dass die Sachen gekocht eingegeben werden, aber im Rohzustand quasi gegessen werden. Beim Reis zum Beispiel, 100 Gramm Reis haben trocken gewogen natürlich viel, viel mehr Kalorien als im gekochten Zustand. Auch bei Nudeln ist das natürlich ein großer Unterschied. Bei Kartoffeln eher weniger, aber auch da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Deswegen hier einfach darauf achten, das immer richtig einzutracken. Wenn man das gekocht gewogen hat, dann wird es auch gekocht eingegeben und das steht dann auch in der App drinne oder andersherum. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten. Gerade bei Reis, Nudeln, Kartoffeln, da sollte man immer aufpassen, weil hier eben große Unterschiede entstehen können, je nachdem wie der Verarbeitungsprozess war. Fleisch und Fisch würde ich auch immer roh wiegen und entsprechend eintracken. Hier verändert sich natürlich auch durch den Garprozess entsprechend das Gewicht. Und Gemüse wiegen und tracken wird auch immer wieder gefragt.
muss ich überhaupt Gemüse tracken? Ja, würde ich machen, auch wenn es viele Ballaststoffe enthält und Ballaststoffe ja als unverdaulich gelten. Nichtsdestotrotz würde ich sie mit eintracken. Sie enthalten auch Kohlenhydrate, je nachdem, was für Gemüsesorten man isst, mehr oder weniger. Aber ich finde es auch immer gut, damit man zumindest im Auge hat, ob man ausreichend Gemüse gegessen hat. Also Gemüse tracken würde ich auf jeden Fall tun. Macht es euch leicht, ihr müsst nicht jedes Mal die halbe Paprika abwiegen oder die 50 Gramm Tiefkühlerbsen. Ich habe mir eine Standard-Gemüsepfanne angelegt und die tracke ich dann immer ein. Das ist am einfachsten und man hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Nährungswert. Also man muss die Sachen auch nicht komplizierter halten, als es eigentlich ist. Auch Achtung bei Green Smoothies, die sind ja in letzter Zeit sehr, sehr beliebt, habe ich auch bei vielen Kunden gesehen, dass sie dann Green Smoothies einfach als Standard eingetrackt haben, obwohl dann eine Banane mit drin war, obwohl eigentlich die Greens an sich schon Kalorien enthalten, auch Algen enthalten Kalorien oder Spirulina oder die Acai-Beere, die enthalten alle Kalorien, reichlich Fett und das sollte man auf jeden Fall auch mit eintracken. Also richtig wiegen, am besten im Rohzustand oder darauf achten, dass man das immer entsprechend des Verarbeitungsprozesses richtig eingibt. Kommen wir zum sechsten und damit letzten Punkt, der vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich klingen mag, wenn man hier liest, die Dinge nicht zu kompliziert zu halten, aber was ich eigentlich damit meine ist, dass man sich das Ganze so einfach wie möglich machen sollte. Man kann zum Beispiel auch mal Tage einfach komplett kopieren. Das heißt, den heutigen Tag auf den morgigen einfach so zu übernehmen, dass man ja sich möglichst wenig Gedanken machen muss darum, was man morgen isst. Vor allen Dingen, wenn man seine paar Lieblingsmahlzeiten hat, dass man vielleicht 3 von 4 Mahlzeiten rüber kopiert und eine Mahlzeit improvisiert, dass man auch immer mehr in dieses ganze Thema reinkommt und anfängt, ein gutes Gespür dafür zu bekommen, wie man seine Makros anpasst, wie man seine Kalorien noch in ja die Kalorienbilanz reinfitten kann. Also dieses ganze Thema It Fits Your Macros ist natürlich auf der einen Seite ein sehr, sehr großer Segen, auf der anderen Seite auch ein Fluch, wenn man nicht weiß, wie man richtig damit umgehen soll. Legt euch Rezepte an, die ihr dann nur noch per Copy und Paste reinkopieren müsst oder kopiert einfach mal Tage, wie bereits erwähnt und ja, ihr legt euch dadurch auch auf lange Sicht eine eigene Lebensmitteldatenbank an, wodurch es euch immer leichter fällt, den nächsten Tag zu planen. Es ist wirklich so, dass nur der Anfang ein bisschen schwieriger ist, das Reinkommen, wenn man noch keine Lebensmittel angelegt hat, aber die App lernt euch natürlich kennen, die lernt eure Essgewohnheiten kennen. Und dementsprechend fällt euch dann auch das Ganze viel, viel leichter, wenn ihr tracken müsst. Meine sechs Tipps besser gesagt, wie ihr diese Fehler vermeiden könnt. Und ihr könnt natürlich gerne weitere Sachen unten in den Kommentaren ergänzen. Das würde mich natürlich auch mal interessieren, was euch so für Fehler in der Vergangenheit aufgefallen sind. Ich denke, da kann man sich gegenseitig vielleicht auch so ein bisschen unterstützen, Tipps geben, wie man das vermeiden kann. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video spannend, interessant für euch war, ihr wieder was dazugelernt habt. Und nicht vergessen, Däumchen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat und hier auch den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video, liebe Sportsfreunde. Bis dann, euer Kamine. Haut rein. Ciao, ciao.